Patrick Sander, aus 0:1 hat Ihre Mannschaft noch ein 2:1 gemacht letzte Woche. Hat sie sich damit ja selbst ein wenig Leben noch eingehaucht? Nein, es war eine notwendige Reaktion nach dem zugegebenermaßen schlechten Spiel in Duisburg. Aber wir haben davor auch 2 Spiele gewonnen. Also wir haben aus 4 Spielen immerhin 9 Punkte ergattert. Das ist für Koblenz eine sehr, sehr gute Bilanz. Und wir werden es aber nur mit Heimsiegen nicht schaffen. Aber gerade fürs Selbstvertrauen muss das unglaublich wichtig gewesen sein. Ja, natürlich. Ich meine, da ist jede gute Aktion, jeder eigene Torerfolg ist da wichtig. Und wenn man sich dann noch belohnt, sage ich mal, mit dem Sieg und dann auch noch so ein Spiel dreht, dann zählt das natürlich doppelt, ja. Rostock hat letzte Woche gezeigt, dass man Aachen mit viel Leidenschaft beikommen kann. Haben Sie Ihrer Mannschaft das Spiel nochmal gezeigt? Und Augsburg hat gezeigt, dass man hier in Aachen auch 4 Stück kriegen kann. Also das liegt alles ganz nah beieinander, zeugt allerdings auch ein bisschen von der wechselnden Leistung auch von der Alemannia, dass man teilweise das Gefühl hat, dass auswärts eine andere Mannschaft auf dem Platz steht als hier zu Hause. Hier zu Hause entwickeln sie enormen Druck und sind kreuzgefährlich, was Standardsituationen angeht. Und deswegen sind wir weniger auf das Rostock-Spiel, sondern mehr auf das Augsburg-Spiel eingegangen. Sie hatten beim Abschlusstraining noch ein paar Probleme, 3 Ausfälle, Skela, Müller, Glockner. Wie werden Sie es auffangen? Ja, es kommt dann ein bisschen knüppeldick. Also mit der Rückkehr von Manuel Hartmann haben wir gehofft, dass sich auch personelle Alternativen ergeben, aber dem ist dann nicht so. Und ja, ich wollte auch so wenig wie möglich umstellen, wollte natürlich personeller Art ein bisschen mehr körperliche Präsenz auf den Platz bringen. Deswegen spielt der Martin Maruc auf der rechten Seite für Martin Forkel und links spielt Anil Chaka. Sie müssen als Trainer Ihrer Mannschaft natürlich immer sagen, das nächste Spiel ist das Entscheidende. Aber Sie werden sicherlich auch den Blick auf das große Ganze haben, auf das Restprogramm. Ganz zum Schluss, da könnte es das Endspiel geben in Frankfurt. Haben Sie so eine Art Fahrplan? Wie viele Punkte glauben Sie, brauchen Sie, damit das Endspiel zustande kommt? Ich glaube nicht, man soll nicht so viel rechnen. Wer viel rechnet, der verrechnet sich ab und zu. Und wir waren eh in der Verfolgerrolle die ganze Zeit. Und unser Ziel muss es sein, bis zu diesem letzten Spiel in Schlagdistanz zu sein, um dann mit dem Erfolg in Frankfurt oder mit dem entsprechenden Ergebnis dann in die Relegation zu kommen. Wenn man sieht, dass dann noch Lautern und St. Pauli warten, sind dann jetzt diese nächsten beiden Spiele extrem wichtig? Ja, das sind doch schöne Spiele. Ich meine, wenn man hier spielen kann, fantastische Stadion, wenn man auf St. Pauli spielen kann, bei dieser Stimmung, da muss das positive Energie freisetzen und ein Heimspiel im Derby gegen Kaiserslautern. Also das, was Oberhausen geschafft hat, warum soll uns das nicht auch gelingen? Vielen Dank und gutes Spiel. Dann eine Szene, Herr Beusen, Sie haben es schon kurz angesprochen, genau eine Minute später in der 36. Minute. Das war dann Handspiel und das war Handspiel glasklar, oder? Ja, es war eindeutig ein Handspiel, zumal man dann auch die Flugrichtung des Balles gesehen hat, nämlich entgegen der Schussrichtung. Die Hand ging ganz klar zum Ball und insofern wäre der Elfmeter sicherlich gerechtfertigt gewesen. Das ist Jörg Berger von Mirko Kaspar, so eine richtige Ausholbewegung, mit der, sagen Sie, Herr Beusen, dem Ball dann eine andere Richtung gibt. Wie kann das sein, dass der Assistent, der hier steht, quasi wo wir jetzt stehen, dass der das nicht sieht? Also wir haben es gesehen und das ist für mich, es gibt strittige Entscheidungen. Ich bin immer auf der Seite auch der Linienrichter oder Schiedsrichter. Aber so eine ganz klare Entscheidung, da frage ich mich, warum steht er dann hier draußen? Und ich könnte mir vorstellen, dass Wolfgang Loos, der Geschäftsführer der TuS Koblenz, richtig sauer ist über diese Szene. Erstmal Simon Süde. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat gerade nur noch mal gerufen. Das ist unglaublich. Und ich hatte schon Angst, dass Sie weggehen würden, weil Sie sich einmal umgedreht haben. Ist das Ohnmacht, was man da fühlt? Also 20.000 Leute im Stadion haben es gesehen. Nur der Assistent, der 10 Meter davon wegsteht. Ich finde es unglaublich, dass so ein Abschiedskampf vielleicht entschieden wird. Für uns ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir 3 Punkte holen wollen. Klar muss man sagen, die ersten 30 Minuten waren wir zu defensiv, waren wir zu verhalten. Danach haben wir es etwas gelockert, aber sowas muss man einfach sehen. Dafür steht ein Assistent da und damit wird hinten, wir sehen es gerade nochmal, das ist unglaublich. Ich kann in der Volleyballabteilung spielen. Sie haben es gerade angesprochen, unabhängig davon, dass das natürlich ein Elfmeter war und dass es hier 1:1 stehen müsste. Ihre Mannschaft macht so ein bisschen den Eindruck, als hätten Sie Angst vor der Alemannia, die hier im Augsburg 4:0 geschlagen hat, aber die ist heute nicht auf dem Platz. Nein, das haben wir nicht. Wir wollten das Spiel kontrollieren. Das haben wir, glaube ich, 30 Minuten getan. Dann kam dieses Abwehrverhalten, wo wir uns wirklich dilettantisch angestellt haben und dementsprechend auch 1:0 zurücklagen. Aber dann sind wir offensiver geworden, haben versucht, nach vorne zu spielen. Und ich glaube, wir werden gleich eine zweite, andere Halbzeit sehen auch von unserer Mannschaft. Aber ich sage ja, mit 1:1 wären wir lieber in die Kabine gegangen und hoffe, der Assistent lässt sich das nochmal durch den Kopf gehen. Vielen Dank. Die TuS aus Koblenz holt einen Punkt hier am Aachener Tivoli. Patrick Sander ist bei uns, der Cheftrainer der Koblenzer. Schön, dass Sie da sind, Patrick. Hallo. Es machte so den Eindruck, dass die Spieler am Ende so in der letzten Viertelstunde zufrieden waren mit diesem Unentschieden. Sie auch?
Ja, ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, man weiß da nicht, ob man dann vielleicht zum Schluss nachher noch alles verschenkt. Und dafür haben wir zu viel Aufwand betrieben, um hier einen Punkt mitzunehmen. Und dann war ich eigentlich mit dem Spielverlauf dann so, ja, müssen wir mit leben. Ich glaube, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie im Abschiedskampf brennt. Und Hut ab vor dieser Leistung. Ich war ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es Ihnen ging. In der ersten Halbzeit so ein bisschen erstaunt darüber, wie Alemannia Aachen hier aufgetreten ist als Heimmannschaft, die ja zuletzt immer in Augsburg 4:0 hier weggehauen haben. Wäre da nicht ein bisschen mehr Biss angesagt gewesen? Wäre da nicht mehr drin gewesen für Ihre Jungs? Ja gut, wir haben uns schon darauf eingestellt, dass hier ein Feuerwerk, zumindest in der ersten Anfangsviertelstunde, wo die Alemannia sehr, sehr gefährlich ist, dass sie ein Feuerwerk abbrennen. Das war nicht. Ich meine, wir haben, denke ich mal, auch taktisch ganz gut dagegen gearbeitet und haben wenig zugelassen. Umso bitterer war dann, dass wir da in Rückstand geraten sind aus einer Situation, ja, wo eigentlich keine Tore für eigentlich entstehen kann. Aber das wollen wir uns gerade anschauen, das 1:0. Sie sagen, es ist symptomatisch, denn es war ja eigentlich kaum eine richtige Chance für Alemannia Aachen. Wobei natürlich das Abwehrverhalten der TuS da auch nicht stimmt. Ja, sicherlich. Es geht ein bisschen drunter und drüber. Und wir verkriechen uns dann fast auf der Torlinie. Aber entscheidend ist, dass wir vorher angesagt haben, dass eben die Bälle ins Zentrum gespielt werden und dann abgelegt werden. Und so war das. Das war so eine Situation. Gut, das passiert halt. Aber ich glaube, nach diesem Tor sind wir besser ins Spiel gekommen und haben dann eigentlich das gespielt, was wir von Beginn an spielen wollten. Sie waren bei Ihrer Trainerbank auf der anderen Seite hier, also relativ weit weg. Denn eine Minute später, Sie haben es nur von der Ferne gesehen, deswegen zeigen wir Ihnen das, hätte die TuS ausgleichen können. Denn es hätte Elfmeter geben müssen, ein Handspiel, das wir gleich sehen. Und ich denke, diese Szene sicherlich unstreitig, oder? Also von meiner Position aus... Ich meine, das ist jetzt eine ganz weit entfernte Position. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass der Ball in die Hand springt, sondern er spielt den Ball ja mit der Hand sogar. Für mich nicht nachzuvollziehen, dass man so eine Entscheidung dann einfach so zur Kenntnis nimmt und irgendwas von unabsichtlich erzählt. Ich habe dem Schiedsrichter dann in der Halbzeit, habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, aber er kann es ja nicht zurücknehmen. Deswegen haben wir trotzdem gesagt, wir müssen weiter nach vorne spielen, wir müssen an uns glauben und sind dann ja auch zum Schluss belohnt worden. Aber ich glaube, den Schiedsrichter und dem Linienrichter jetzt einen großen Vorwurf zu machen, ich meine natürlich aus allen möglichen Varianten, aus allen möglichen Positionen kann man das erkennen. Nur die beiden halt nicht. Dennoch wurde die TuS ja noch belohnt für den Aufwand, den sie betrieben hat, durch das 1:1 in der 60. Minute. Sie haben mit Chaka gebracht heute und von dem war lange Zeit nicht allzu viel zu sehen. Aber hier macht er das sehr gut. Er steht schon in der Mauer drin und dann läuft er sich frei und macht ihn dann, was ein Torjäger machen muss, irgendwie rein. Ja, nicht nur das. Ich glaube, es war auch wichtig, einen Matej Mavrić, der übrigens ein exzellentes Spiel auf der rechten Seite gemacht hat, dort nach vorne zu positionieren, der den Ball dann nach innen bringt. Und dann war es eigentlich, ich glaube, hier geballte Power von zwei Spielern, diesen Ball über die Linie drücken zu wollen mit allem, was man hat. Dafür ist Anne bekannt. Er hat nicht so gute Spiele gemacht und hat eine ewig lange Zeit überhaupt nicht gespielt. Das merkt man ihm an, dass da so ein bisschen der Rhythmus fehlt. Aber wenn man dann so ein Tor macht in so einer entscheidenden Phase, dann muss ihm das unwahrscheinlich viel Auftritt geben.